Am 30. November 1989 wurde der deutsche Bankchef Alfred Herrhausen in Bad Homburg bei einem Bombenattentat der Rote Armee-Fraktion ermordet. Ausgelöst durch eine Lichtschranke waren 7 Kilo TNT explodiert. Die Hohlladung zerfetzte die Panzerung seiner Limousine. Herrhausen starb noch am Tatort, sein Fahrer überlebte verletzt. Zu dem Attentat bekannte sich die sogenannte dritte Generation der RAF. Obwohl in den vergangenen 3 Jahrzehnten rund 1500 Hinweise eingingen, sind die Täter auch nach 3 Jahrzehnten noch nicht gefunden. Nach insgesamt 33 Morden hatte die Rote Armee-Fraktion 1998 ihre Auflösung erklärt.